Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Und jetzt haben wir hier die Kirschbäume, sind die gewachsen in der Zwischenzeit. Aber zwei sind klein geraten und die, ja, die müssen wir jetzt wieder neu pflanzen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Gehen wir von hier aus. Also hier der und der da, die sehen so ein bisschen, naja. Die sehen ein bisschen komisch aus. Man kann das Ganze auch beschleunigen. Vielleicht machen wir das gleich mal. Ja, komm, das machen wir mal gerade. Irgendwo werden wir noch ein paar Stäbchen auffinden oder irgends. Wir haben ja auch Holz jetzt gerade aufgesammelt. Wenn nicht bis dahin die ganzen Zepplinge runtergefallen sind, ist das ja alles kein Problem. Geht jetzt hier Sonne auf? Geht's da runter? Oder was ist los? So, jetzt machen wir erstmal da ein paar Stäbe draus. Rote Stäbe geht da. Wie, da kann man keine Stäbe aus dem Holz machen. Was ist denn das? Das gibt. Ach so, jetzt ist okay. Ich habe nichts gesagt. Muss ja erst so machen und dann kann man. Ich glaube, das reicht ja erstmal. Schreib mal hier mal Sinn. Sense. Ach da. Erstens kommen die dahin. Alles klar. Und dann nehmen wir uns hier mal drei von den Dingern raus. Ja, und nicht weniger. Dann gehen wir erstmal pennen und dann hoffentlich hat sich das nicht alles von selbst den ganzen gebumst. So. Dann war das so, ne? Na, so nicht. Der kommt weg. So. Dann haben wir eine Sense und dann zeige ich euch gleich, was man damit machen kann. Wenn wir jetzt geschlafen haben. Ne? So. So gebe, habe ich ein bisschen geholfen, dass die Bäume wachsen, aber wer macht das nicht, wenn er was ausprobiert oder wenn schon was geil aussieht? Wow. So, dann direkt mal die Sense im Anschlag und dann gehen wir direkt mal darüber. Machen da die Blätter weg, dann kriegen wir direkt die Setzlinge. So, wo ist denn das Ganze? Da. Da sind sie ja schon alle. So. So, das restliche Gestrüpp. Ne, da ist es nicht. Hier. Gut, da sind alle Setzlinge rausgefallen. Gut, gut, gut. Dann machen wir das mal hier auch nochmal. Jetzt haben wir da auch welche weggemacht. Naja, ich glaube, das ist kein so großer Verlust, nicht? Die hier müssen wir abmachen. Naja, okay. Dann
Dann bauen wir uns hier mal gerade. Haben wir irgendwas in der Tasche, wo wir uns. Ja, mit dem Holz. Okay. Naja, was soll das? Und ich pflanze mal den Baum einfach gleich nochmal. Das macht ja nichts. Na, ich glaube, das geht so. Hoffe ich mal. Und ich guck mal noch ein Streichchen nach rüber und schräg auf quer. Okay, das ist scheiße. Sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus, ne? Oder ne, wir haben ja keine Blätter. Also müssen wir das machen. Soll ich das mit der Hand machen? Weiß ich auch nicht. Fragt mich statt nicht. Die war so schön groß. Naja, vielleicht kann. Vielleicht kann ich ja mal kurz da was machen und dann gucken. Ja, das ging schnell auf jeden Fall. Und wir haben den anderen Baum nicht verletzt. Das ist ja wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Die anderen machen wir dann per Handverkloppung. Ich könnte kotzen, weißt du das? Ich. Geht nur bei Bäumen, die so, weiß ich, nimm sie stehen. Ich will hier keine anderen Bäume haben. Ich will einfach nur die Kirschblütenbäume hier stehen haben. Das ist so schwer vom Griff, oder was? Naja, wenn ich den einen gleich daneben stelle und der nochmal so groß wird, dann bin ich ja zufrieden, wenn das alles wieder ordentlich aussieht. So. Der da hinten wird auch nicht wachsen, denke ich mal. So, die machen wir jetzt per Hand weg. So, kommen wir da dran? Kommen wir da nicht dran? Müssen wir da hochspringen? Hochspringen geht hier nicht. Hochspringen geht hier in dem Texturpaket, in dem Modpack nicht. Aber das Holz sieht schon mal geil aus, ne? Das, da haben wir zwar schon irgendwo ein Stack rum. Gedönsen. So. Stellen wir genau einen weißen wieder daneben. Jetzt haben wir 28 davon. 1, 2, 3, 4 hier. Und dann helfen wir dem mal gerade ein bisschen auf die Sprünge. Ich weiß, das darf man nicht. Oder wird man als Kind oder. Können wir glauben, ich bin kein Kind mehr. Auch wenn ich Spiele spiele, die ein Kind spielt, aber trotzdem. Ich fühle mich zwar noch so, aber. Ach, weiß ich. So. So. Ich weiß nicht, was man den restlichen machen soll. Falsch. Tja. Mach doch noch kleiner. Mach doch weg als 40 Knoti dahin. Sieht man das denn jetzt von der Seite noch überhaupt? Jetzt machen wir halt hier noch einen hin. Wo? Da. So ein. Das ist weit genug weg von dem
Oder? Nee. Wir probieren es einfach mal aus und dann sehen wir, was passiert. Ja, man sieht nichts mehr. Alles klar, wunderbar. So wollte ich das ungefähr haben. Der Knubbel da vorne kommt noch weg. Ja, so ist alles okay. Ja, ich alles okay. Der kommt noch weg. Das kann man jetzt wieder im hab nichts gesehen Modus machen. So. Gut, ne? So behebt man also mal kurz seine Fehler. Was man nicht machen darf. Ich weiß, ich finde das selber blöd, aber ich ärgere mich, wenn das so einfach so weg kaputt da geht. Und dann ja. Jetzt, hier kann man es ja machen. Hier ist ja. Hier passiert ja nichts. Geht ja nichts kaputt. Hier könnte man noch einen hinstellen, dann. Ne? War da jetzt kein Setzling? Kein einziger Setzling drin, oder was? Scheinbar schon, ja. Gut, dann kann man es ja als Allee bezeichnen, ne? Gerade so, wenn der eine Stamm da noch weg ist. So, wo sind sie denn? Stellen wir da einen weißen oder stellen wir da noch. Und da stellt man so einen rosa, ne? So einen, weiß ich, roten, keine Ahnung. Und schmeißen da das eine Dingsbums drauf. Das eine Gedöns hier. Ja, viel größer ist der jetzt aber auch nicht, oder? Täusche ich mich da. Nee. Ich habe wohl nichts erwartet, wenn hier noch die Erde daneben steht. Ne? Glaube ich. Das war das, wieso das nicht und so. Komm, das ist eine Schaufel, glaube ich, in der Tech, ne? Jawohl, ja. So. Dann geht das ein Tick schneller. Heute ging das irgendwie schneller von der Hand aufzunehmen, weil ich genau das wusste, was ich mache. Gut, so. Machen wir jetzt noch hinten da den einen Baum weg. Ist er denn? Da ist die Axt. Ja, und der restlichen Zeppelings. Ja, vielleicht doch mal irgendwo noch welche hinstellen. Mal gucken. Müssen wir halt mal gucken, wo man noch was findet. Hier. Wo haben wir denn die Axt? Und die restlichen sortieren wir dann. Sortiere ich hier und. Also, ich tue es einfach weg. Die Sachen. In. Da, wo sie hingehören. Kann man als Allee bezeichnen, ne? Links und rechts sind Bäume. Wunderbar. Alles klar. Was haben wir denn? Haben wir ja nichts in der. Jetzt doch. Da klar haben wir was zu essen. Ich wollte schon gerade sagen, hau. Dann gucken wir jetzt nochmal nach dem Papaya-Baum. Was da, ob der sich dazu gesellen möchte. Gut, Junge. Jetzt ich sag dir yes, Junge. So, wunderbar. Dann haben wir das hier auch. Da kann man zwar. Ja. Das sieht schön. Das sieht gut aus, ja. Nur, ich hätte, ja. Ins Lure. Jetzt wollten wir nach dem Baum gucken. So. Jetzt gleich falle ich tot ins Bett. Auf jeden Fall, gerade nichts. Gut, dann machen wir hier mal gerade ein bisschen Bambus weg. Und den hier vielleicht verstört er ja auch irgendwie aus Gründen. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Labyrinth oder so. Irgendwie so. Habe ich irgendwo mal gehört, dass man das machen kann und dass das gut aussieht. Ich mache keinen was nach. Er hat das nur gedacht, dass er das vielleicht machen könnte. Und kann es ja dann umsetzen oder so. Und er kann sich das dann bei mir angucken, wenn er Lust, Bock und so hat. Mir ist das eigentlich egal, wenn einer das mir nachbaut. Ich freue mich sogar, wenn einer das nachbaut. Aber ich habe ja vor
10, 15 bis 20 Folgen Bescheid gesagt bekommen, dass ich dem Gronkh nachmache, und dann, ja, habe ich Angst bekommen, dass mir so ein Hipster, der dann, weiß ich, Eco-Shooter spielt und Minecraft spielt, als weiß ich, als hätte er das noch nie gesehen in seinem ganzen Leben, in seine 25 Jahre. So, wenn man doch, wenn man sich für Let's Plays interessiert und auch wenn man dann Gronkh sieht, ach, der spielt dann auch das, ja, dann spiele ich auch Minecraft vielleicht. Vielleicht ist das gut, oder vielleicht spielen ja mittlerweile nicht nur der Gronkh Minecraft, sondern Debitor und weiß ich, wer noch alles, und die Pete's Meat und keine Ahnung. Also, ja. Aber für was, interessieren dich die Leute denn dafür, dass du dem nachmachst? Ja, das Haus sieht ungefähr so aus wie seine Beete sehen ungefähr so aus wie meine. Oder meine Beete sehen ungefähr. Das ist anders. Das ist anders. Hallo? Ich hab schon viele andere anders gemacht, aber. Nee, manche Leute müssen sich irgendwas dran stören, weißt du, weil sie da irgendwelche Beete hinbauen, als wären sie grenzdebil, und naja. Kann sich doch anregen holen. Also ich habe selber auf seinem Video gefragt, darf man Sachen nachbauen? Ja, darf man. Und man sollte es nicht übertreiben. Ja, habe ich ja nicht. Also, ich habe noch baue noch immer so jetzt mittlerweile, wie ich das will. Ich bin hier hochgegangen für keine Ahnung, weil ich nochmal hier hochgehen wollte. Eigentlich wollte ich zu dem Baum da hinten, um den ein bisschen zu dünnen und gucken, ob er wächst. Schwupp. Das war doof, auf den Sand zu springen. Wir hätten einfach ins Wasser springen sollen, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen klüger gewesen. Da ist er. Hehe. Klein, aber fein. Wunderbar. Sind da ein paar Früchte schon abgefallen, oder? Ne, ich habe einfach noch Bambus aufgenommen. Ja, kann man mal machen, oder? Ach, jetzt läuft hier eine Kuh rum. Ist sie aus unserem Gehege rausgelaufen, oder was? Gucken wir mal nach. 1, 2, 3 Kühe. Nö, eigentlich nicht. Oder? Naja, warte mal. Tatama gleich, pass auf. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Heu oder Weizen oder wie auch immer. Ihr könnt mal nach der Bienenkönigin gucken, was sie da produziert hat. Sie ist noch am Leben. Sie ist noch am Leben. Die hat da so einen kleinen Lebensbalken da unten. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Ja, auf jeden Fall. Da unter der Königin ist so ein kleiner Balken, so ein Lebensbalken. So wie bei Gegenständen oder, ja, wie bei Gegenständen. Ja. Und daran kann man dann messen, wie lange die noch lebt, und, das war jetzt keine gute Idee mit dem Weizen. Ja, super. Und kein Weizenkorn bekommen. Ich könnte kurz. So, geht das vielleicht so? Warte mal, wir teilen das. Wir wollten ja eins, wollten wir ja haben. Andersrum. Oh, komm. So. Nee. So. Yes. Gut, da. Da kommen ja nur Hühnchen an, bei den Körnern. Nur bei richtigen ganzen, bei ganzen Bündel kommen die erst an, die, Küchen. Also hat sich das eigentlich erledigt, da nochmal eine Schicht draufzusetzen, ne? So, jetzt gucken wir mal, wo die liebe Kuh ist, die uns gerade eben da an unserem Gehege vorbeigelaufen ist.
von den anderen Kühen. Da hinten ist sie. Die Annabelle. Oder wie sie heißt. Hallöchen, Popöchen. Hallo. Ja, ich weiß, dass ihr alle Bock habt, aber ich muss jetzt erstmal hier die vierte Kuh reinbringen. Was soll das? Die kommen durch mich, laufen die durch. Alter, wie in welchem Jahrtausend geht das denn? Jetzt haben wir es selber mit eingeübt. Nee. Gut. Naja. Ist wenigstens ein Schafratten geil. Speerblätter. Ja, keine Ahnung. Irgend so ein Gedöns. Hier wachsen auch Pilze im Schatten der Bäume. Wie im echten Leben auch. Guck mal hier, wir haben hier ja einen Obstlergarten. Alles. Das ist ja. Nee. Ja, schön. Schön, 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 ja. So, ja, sie ist ja, sie sieht so langsam hin, vor sich hin. Da oben sieht schon mal ganz nicht so ganz so verkehrt aus. Da hinten ist noch so ein Berg. Ich wollte da eigentlich was drauf bauen. Das könnte man auch machen, weil sonst geht die Allee da ja kaputt. Das sieht ja scheiße aus, ne? So, ich gehe mal noch mal gerade da zu dem dahin. Da ist irgendwas, was mich stört. Da ist ein Erdblock, der sieht, der schwebt da in der Luft. Das wollen wir ja nicht, ne? Wenn, dann wollen wir, dass der gut aussieht, ne? So, einigermaßen. Siehst du, den haben wir hier vergessen. Siehst du das? Wenn ich nicht noch mal gucken will. Was haben wir denn hier? Schwertfahren. Mhm. Heißt der Entdecker Schwert oder weil der die Form von einem Schwert hat oder? Wir werden es niemals erfahren. Galileo Mystery oder was? Also könnte man hier theoretisch, ne? In den nächsten. Wo habe ich jetzt auf einmal die Herde? Erde? Naja, keine Ahnung. So. Komm mal da jetzt mit. Na, klar. War ja sowas von. Und so. Da haben wir noch. Ne, wir haben keine Erde mehr. Super. Das ist ja spitze. Naja, eigentlich wollte ich das ja auch nicht machen. Achso, hier, guck mal. Hey. Eigentlich wollte ich den noch so ein bisschen dicker machen, den Berg. So, jetzt nach der einen Seite, wo der Baum steht, kann man ja nichts machen. Das steht schon mal fest. Ja. Dann glauben wir jetzt irgendwo anders zwei Erdklumpen da. Was haben wir denn hier? Scharlach Gili. Keine Ahnung, Glied oder keine Ahnung. Ein Glied. Oh, eine Huhn. Das hat nicht viel zu tun. Da hinten ist noch ein Schwein. Das finde ich ganz fein. Komm her. Achso, da. So geht's einfacher. Ja, das war mir klar. Jo, magst du vielleicht ein bisschen Brokkoli? Hi? Hallo? Magst du kein Brokkoli? Schweinchen magen kein Brokkoli. Das ist aber komisch. Die essen normalerweise alles. Genau wie wir. Also, ich wollte auf diesem Berg, der da angrenzt, den ein bisschen dicker machen. So links und rechts.
noch. Mal gucken so. Gucken wir mal von der anderen Seite, ob das geht, ob das so vereinbart für mich ist. Ich weiß ja nicht. Ja, hier kann man. Was hängt denn da oben noch? Ich glaube Marmor, ne? Wenn ich mich nicht täuschen tue. Ja, ich denke mal schon. Wenn man hier so ein bisschen dick macht. Ich glaube, der war ja schon auch dick gewesen, aber naja, was soll das? Jetzt wissen wir ja, wo was ist und wo was hingeht. Dann machen wir das hier so ein bisschen dick, auf der anderen Seite genauso. Ich hatte mir das hier auch irgendwie kaputt gemacht oder so. Ja, hier kann man das auch noch ein bisschen. Oder eigentlich nicht. Weil hier, wo es so gerade ist, kann man ein bisschen Struktur reinbringen. Also ein bisschen Fülle links und rechts. Und dann kann man, kommt da oben, wird dann irgendwann mal ein Turm drauf gebaut. Ja. Das wird so geschehen. So, wo waren wir jetzt hier überall? So haben wir hier alles erkundet. Village, Village, Village. Dann gehen wir mal zu den Villagen und gucken mal, ob wir eventuell gewissermaßen da noch was Nützliches finden. Täterität. Ich weiß nicht. Ich kann das dir nicht sagen, Junge. So, vielleicht finden wir ja noch ein paar wilde Karotten oder so. Ich weiß nicht, verstehst du? Können eigentlich schlafen gehen und dann ist es direkt hell. Und dann, ja, pilgern wir da einfach mal hin. Wir haben ja eigentlich uns einiges geschafft. Wir haben einen neuen Baum gefunden. Wir haben Honig gefunden. Wir haben die Allee hier gebaut. Wir haben das da oben zugebaut. Wir haben einen Papaya-Baum gefunden. Ja. Ja, und so ein bisschen rumgereist. Wir haben ein bisschen entdeckt, so. Ja, einiges haben wir schon mal geschafft, ne? Ja. Ach so, wir wollten ja eigentlich schlafen gehen. Ja, das war, was ich machen wollte. Ich glaube, Bambus und Bambus können ganz nah aneinander. Das muss ich schon mal zwischendurch ein bisschen ausprobieren. Dann baue ich das auf dem anderen Speicherstand alles nach, was wir jetzt heute hier gebaut haben. Und probiere das mal mit dem Bambus, was da der eine gemacht hat. Und gucke, wie wir auf dem Platz, was wir da haben, in der Nähe die Schafe und die Kühe und die Hühner und die Schweine verteilen kann. Ohne dass das so aufs Auge geklatscht ist. Ja. Wie sieht das denn jetzt hier so aus? Pass auf, ich will jetzt erst mal gucken und dann gehen wir in der nächsten Folge los. Ja, sieht schön aus. Da kommt irgendwo der Berg hoch. Ja, den machen wir ein bisschen digi und so. Also ich. Das ist eigentlich so. Ja. Mal gucken. Ob wir das zusammen machen oder ob ich das alleine mache. Entscheide ich dann. Ja, entscheide ich dann. Ne? Ja, dann wünsche ich euch jetzt trotzdem aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.